Hallo, das ist mein neues Seil. Ich habe da mehrere von und ich wollte zeigen, wie man denn diese Knoten an den Enden macht. Auf Englisch heißen sie Thistle Knot, also Distelknoten. Ich habe nicht so richtig ein Wort auf Deutsch gehört. Doppelter Kronenknoten geht vielleicht in so eine Richtung. Dabei sollte man erstens bedenken, dass meine Seile ziemlich unübersichtlich sind. Also vielleicht macht doch mal einer mit überschaubaren Seilen ein Video. Und zweitens, wenn man die Seile zuschneidet, ist es so, dass man, dass der Knoten sozusagen am Ende so 10 cm verbraucht. Also Seile 20 cm länger zuschneiden, sonst habt ihr am Ende kürzere Seile, als ihr haben wolltet. Zunächst macht man 10 cm vom Rand entfernt ungefähr ein Klebeband hin. Dann öffnet man das Seil bis zum Klebeband. Dann zieht man die Enden ein bisschen glatt und rudelt sie auf. Und los geht's. Zuerst macht man einen Kronenknoten, soweit weiß ich es noch auf Deutsch. Das geht über das, das geht über das und das kommt von oben durch. Sieht dann so aus. Dann nimmt man ein Seil. Geht über das nächste drüber und dann von unten durch die Mitte. Und nimmt das nächste, geht über das nächste drüber und von unten durch die Mitte. Wer hätte es gedacht? Und nimmt das nächste, geht drüber und von unten durch die Mitte. Hat also dann einen Knoten. Oben in der Mitte die Seile rausgucken. Knoten, Seile. Diesen zieht man dann zusammen. Das tut man, indem man den ganzen Spaß in Richtung Klebeband zieht. Also, es ist wichtig, dass der ganze Spaß am Ende möglichst regelmäßig ist und dass es in dem Moment, in dem man zusammenzieht, ein ziemliches Gewurstel. Aber letzten Endes muss man halt immer da, wo er aus dem Klebeband rauskommt, sich einen Strang nehmen und ihn stramm ziehen, bis vorne, wo er rauskommt. Und das macht man halt ein paar Mal. Was habe ich denn hier? Dann guckt man sich den ganzen, also bevor es ganz eng ist, guckt man sich den ganzen Kram nochmal an. Es soll halt so sein, dass die von allen Seiten die Seile immer gleich ineinander übergehen. Und wenn man feststellt, dass das so ist, dann drückt man es halt einfach. Naja, also letzten Endes zieht man an allen Enden und sieht zu, dass der Knoten so eng wird, wie man ihn halt bekommt. Also ich habe einfach echt ein hässliches Seil hier. Aber wenn man alles ordentlich gemacht hat, dann sieht es am Ende so aus. Ende noch abschneiden natürlich. Viel Spaß und bis bald.